Trade of the Day, 27.03.2024. Okay, dann schauen wir doch mal wieder, was los ist. Endlich gibt es mal wieder Ergebnisse. Das heißt, gestern konnte ich traden, konnte auch was finden, obwohl der Tag natürlich trotzdem echt langsam war. Also wir sehen, ich habe erstmal zwei Gewinner, dann einen Verlierer. Und schon mal vorab, ich wollte ja gestern long handeln. Das heißt, das war auch ein Long Trade, das war ein Short Trade und das war auch ein Short Trade. Und zwar hat sich dann was geändert, das zeige ich aber gleich. So, gehen wir erstmal kurz hier drauf ein. Ich mache das vielleicht mal größer mittlerweile. Okay, ganz kurz zur Übersicht. Also wir haben unseren Tag, der erstmal long ging und aufgrund von dessen auch ich eher erstmal long dachte, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das Video aufgenommen habe, eher long war, die Nachrichtenlage erst später kam. Und ich habe natürlich bessere Preise wollte. Habe ich auch getan. Ihr habt gesehen oder ihr seht, ich habe auf bessere Preise gewartet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Deswegen ist das Tolle auch im Trading, wenn man weiß, was man tut. Es spielt letztlich keine Rolle, welche Richtung wir handeln wollen im ganz kurzfristigen Trading, weil Long und Short geht der Markt die ganze Zeit. Es ist egal, ob ihr Long oder Short wollt, also sprich, ob ihr die richtige Richtung habt, wenn ihr nur klein genug tradet, weil man kriegt immer irgendetwas. Zum Beispiel, wenn wir uns das hier anschauen, natürlich geht es hier jetzt erstmal nur Short, aber stellt euch vor, ihr würdet hier nur nach Longs suchen. Dann würdet ihr natürlich auf die qualitativen Longs warten und würdet irgendwo, zum Beispiel hier, trotzdem was mitnehmen können. Ja, selbst hier kann man vielleicht noch mitnehmen oder auf Null rauskommen. Dadurch wird man natürlich nicht zum großartigen Ergebnis erzielen, das ist klar. Aber man kann es dennoch schaffen, tatsächlich Plus rauszugehen aus dem Tag, obwohl man falsch liegt. Das ist das Tolle, wenn man drauf wartet. Also schaut einfach nochmal gestern das Video an, wo ich auch schon ganz klar zeige, dass ich auf viel, viel bessere Preise warten will. So, und das habe ich auch getan. Ich habe erst nach dem Open gehandelt. Ja, wie man sieht, das Open war dann hier. Und ich habe erst danach gehandelt. Und ich habe hier meinen Trade gesucht. Warum habe ich den so spät gesucht? Naja, ich habe gewartet, bis die Preise sich stabilisieren und mir gezeigt wird, dass tatsächlich auch gekauft wird, auch wenn Liquidität bereitgestellt wird, dass diese gekauft wird. Und dann habe ich angefangen, mit pushenden Limiten zu handeln, die dann hier dann auftraten. Und dann habe ich mit pushenden Limiten gehandelt. Das ist was anderes, wie wenn Market Orders den Markt pushen, weil letztlich kein Retailer wirklich dieser Welt das hin schafft und mit Limiten zu pushen. Das machen nur die großen Instis, also das, was ich auch früher dann gemacht habe. Und das sieht man sehr, sehr gut, indem man hier mal schaut. Das Cum-Delta ist short und der Preis aber hier dann am Steigen. Und das ist dann einfach, wenn man mit Limiten pusht. Man muss also auf was anderes schauen. Und dann kann man das Ganze sehen. Okay, das habe ich dann dementsprechend hier gehandelt und habe dann hier meinen Ausstieg genommen. Warum habe ich den Ausstieg genommen? Weil das ganz kurz vor den Nachrichten war, sorry, ganz kurz nach den Nachrichten, aber die Nachrichten eben nicht so herauskamen für einen steigenden Markt. Das heißt, ich musste mich komplett umorientieren und musste dann hingehen, anders da handeln. Und das sieht man hier. Und zwar die Nachrichten hier 3 Uhr, die kamen heraus und die CB Consumer Confidence sind schlechter. Plus Richmond ist auch schlechter. Boah, beides nicht die allerwichtigsten Nachrichten, das muss man sagen. Aber Consumer Confidence ist schon mal wichtig genug, besonders wenn es sogar noch schlechter als zuvor war und ja, natürlich auch schlechter als erwartet. Also das ist ganz klar ein Sentiment-Shift, der stattfinden muss und genau deswegen habe ich kurz nachdem die Nachrichten rauskamen, ich das gesehen habe, mir dann meinen Ausstieg gesucht. Das heißt, ich bin einfach direkt rausgegangen, händisch natürlich, also mit der Hand und bin raus. Und ab dann sieht man, habe ich nur noch angefangen, Short zu handeln. Dann habe ich wieder gewartet, was passiert? Der Markt hat hier schon den Anschein gemacht, als wollte er gehen. Er kam aber nochmal hoch, um Liquidität zu nehmen, zu schauen, ob noch jemand da ist oder nicht. Allzu viel ist da nicht passiert. Aber das hat gereicht, dieser Spike, damit ich dann mir einen Einstieg gesucht habe und habe dann quasi mitgenommen, was ich halt mitnehmen konnte. Die Liquiditäten wieder auf beiden Seiten wurden genommen, genutzt, um tatsächlich ein bisschen zu kaufen. Ergo mein Ausstieg. Perfekt. Ich dachte mir, super, das fängt eigentlich gut an. Ich will nochmal handeln, weil besonders nachdem der Preis hochging. Jetzt dachte ich, ja, hey, der macht ja schon wieder das Gleiche. Perfekt, ich sollte wieder angreifen. Hab hier erst den Einstieg gefunden, recht spät. Leider, leider ausgestoppt. Und ja, ich fast schon wieder den Hochpunkt erwischt, ne? Das ist halt nun mal einfach so, weil ab dann ging der Markt nur noch short, wie man sieht. Irgendwo hier habe ich dann gesagt, ich höre auf. Also kurz vor 19 Uhr dachte ich mir, ich will nicht mehr handeln, es reicht, ich bin trotzdem im Plus. Und dass der dann so spät natürlich nochmal zündet.
wer weiß das schon, ne? Aber ist nochmal extremst abgegangen. Da war ich natürlich nicht mehr dabei, weil nachdem ich hier den SL hatte und irgendwo hier, habe ich gesagt, ich schaue nicht mehr nach Einstiegen, ich brauche nichts mehr. Es ist egal, ich höre auf. Bin im Gewinn, ist auch okay und habe es dann sein lassen. Aber das Einzige, was oder das Wichtigste hiervon zu lernen, ist diese mentale Flexibilität von ich will eigentlich nur long, weil es erstmal technisch alles passt und dann kommt eine neue Komponente rein. Eine Komponente, die erstmal alles verändert und deswegen ich umschalte im Kopflein und sage mir nur noch Short, Short, Short und nichts mehr anderes. Und das ist, was ihr hier ganz klar seht. Erstmal mein Long und dann Short, Short. Ja, der Short hat nicht funktioniert, aber spielt ja keine Rolle, wenn wir sehen, was dann sowieso passiert ist. Es war der richtige Gedankengang. Und alles einfach nur aus dem Verständnis, was denn gerade hier auf die Tränendrüse drückt, des Marktes oder eher gesagt der Fed in dem Fall. Und dann habe ich es einfach umgesetzt. Nichts anderes. Es ist nicht wirklich schwer. Man muss halt erstmal verstehen, was die ganzen Nachrichten einem sagen und ob die gerade in dem Kontext halt richtig sind. Aber ich meine, das seht ihr jetzt ja jeden Tag, also das ist dann jetzt nicht wirklich schwierig. Okay, was steht denn für heute an? Also für heute ist wieder die Datenlage recht gering. Da ist jetzt nicht viel, um irgendwas Großartiges machen zu können. Ich bin auf jeden Fall gespannt hier drauf. Ich will sehen, was die Schweizer denken. Aber eher persönliches Interesse. Jo, und später haben wir natürlich hier noch dann der FOMC-Member, der spricht, aber. Ist mir zu spät, ne? Macht schon zu. Also, ich kann mir wieder einen technischen Tag vorstellen, wo ich wieder sehr technisch dran gehen werde. Vielleicht wieder das, was ich eben gerade erklärt habe, wieder vielleicht hier schauen, ob Limite irgendwo drücken. Also, ich bin gespannt, wie der Markt sein wird. Wie läuft er denn momentan? Schauen wir mal. Ne, momentan nicht. Momentan sieht es eher aus, als wäre es ein Markt, der mit Markets läuft. Aber okay, das muss ich noch abwarten. Noch ist ja before Market Open, also wir sind ja noch vor der Session, das ist also noch Zeit, keine Angst, noch ist genügend Zeit. Aber ja, ich kann mir wieder einen sehr technischen Tag vorstellen. Ich würde persönlich erst einmal auf die Short-Richtung gehen, einfach nur von dem, was gestern passiert ist, aber irgendwie habe ich auch gar nichts gegen den Long. Ergo, ich warte auf gute Preise und handle einfach die guten Preise und nehme es technisch daher. Aber etwas anderes, was wir auch gestern schon besprochen haben, ist das hier, der Yen. Der Yen ist jetzt nochmal, hat nochmal angegriffen, er hat einen neuen Mini-Hochpunkt erwischt und ja, wie soll ich sagen, der schwächste Dollar zu Yen. Währung, Dollar zu Yen-Umrechnung, die es gab seit 1990. Und natürlich fängt die Bank of Japan, ich habe es ja gestern auch schon erklärt, an, wieder zu sagen: Achtung, Achtung, intervenieren, intervenieren. Das Problem ist nur, wir wissen natürlich nicht genau, wann sie es tun. Das kann zu allem Möglichen sein. Ihr seht hier diese zwei Pfeile, die ich hier reingemacht habe. Das sind meine Alarme, das sind Marker von den Alarmen, die ich hier drin habe. Und einfach nur, dass ich mitkriege, was jetzt die ganze Zeit los ist, um gewissermaßen meine Logik, meine Strategie hier durchzusetzen, die ich jetzt machen will. Weil auf was man aufpassen muss, Short ist die Richtung, das ist jedem klar. Allerdings verbrennt man sich so dermaßen die Finger, weil ihr bezahlt auf das gehebelte Geld, nicht das eingesetzte, das gehebelte Geld zahlt ihr die Swaps und das ist enorm. Das frisst sich natürlich durch die Performance mit der Zeit und da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen muss man hier anders an die Sache rangehen, weil die Richtung ist klar. Aber die Kosten sind einfach abartig. Die sind einfach abartig. Jo, ihr könnt es vielleicht mit irgendeiner Option umsetzen, aber die sind natürlich auch dementsprechend bepreist. Naja, gut, okay. So viel dazu. Aber ihr seht, was immer der Vorgang ist. Es geht immer darum, rauszufinden, was passiert, was kann den Markt gerade verändern. Das ist etwas, was wir heute, wie gesagt, nicht wirklich haben. Bis zu diesem Moment, wo ich jetzt das Video drehe, hatte ich ja gestern auch nicht. Und das kann sich natürlich durch den Tag noch ändern. Aber bis zu dem Moment ist nichts. Ergo bleibt mir erstmal nur das da. Und dann handle ich danach. Und natürlich habe ich hier in meinem, ich habe jetzt hier ein Bild-Checkliste, aber letztlich in meinem Plan dann natürlich alles so weit gemacht, dass ich weiß, was ich dann hier zu machen habe. Und dann setze ich natürlich letztlich nur noch um. Ganz einfach. Die ganze Zeit das Gleiche, immer hin und her. Und am liebsten habe ich es natürlich, wenn das hier klar ist, sagen wir eher doppelt klar ist, weil ich sehr kurzfristig handle, ist das sehr, sehr wichtig. Und natürlich technische Analyse auf die ist immer klar. Letztlich muss ich nur drauf warten.
Klar ist sie immer, aber man muss halt drauf warten. Das ist das Wichtige. Und dann sind mir das die allerliebsten Trades. Wenn ich natürlich nur die technische Analyse habe und nichts anderes, dann muss ich hier natürlich doppelt extra warten, um meine Bestätigung zu bekommen, weil mir fehlt ja hier eine ganze Komponente und hier eine ganze Komponente, die ich ja dann nicht mehr habe. Aber auch das lässt sich dementsprechend meistern. Man muss halt einfach nur drauf warten, was dann viele eben nicht tun. Ne? Einfach dieses drauf warten. So, und wer interessiert ist, im April starten wir unser neues Trader-Mentoring, wo wir natürlich wieder, wie immer, alles live machen, Hausaufgaben es gibt, Mitarbeit natürlich erwünscht wird und ihr letztlich das Ganze lernt, wie man das komplett handelt und durchsetzt. Also, was wir machen ist Forex und Futures und wir gehen von der Analyse bis hin zum Einstieg, natürlich auch Verwaltung, Money Management, alles dabei. Und das Mentoring wird von mir durchgeführt. Wer dazu noch Fragen hat, entweder ab auf die Homepage, da könnt ihr nochmal genauer drüber nachlesen, oder aber einfach unten hier bei YouTube in der Videobeschreibung auf den Link klicken und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auch einfach nochmal mit uns telefonieren oder ein Webinar halten. So, ich würde sagen, das war's von heute. Viel Erfolg und wir hören uns wieder morgen. Ciao, ciao.